keine Chance, das zu öffnen. Warum sollte ich da überhaupt durch? Das geht doch nur auf den Flur beim Showraum. Sagen Sie, Leutnant, wie denken Sie wirklich über die Menschen? Ehrlich, Sir? Ich denke, sie sind dreckig, obszön, faul, widerlich. Wie das Zeug in deinen Augen, wenn du wach wirst. Wie das Wachs, das sich hinter den Saugnäpfen bildet. Wie? Das reicht, mein Sohn. Ich wollte nur sicher gehen, dass du keiner der Menschensympathisanten bist. Jetzt, wo diese schreckliche Menschenshow läuft, wimmelt es überall von Menschenliebhabern. Ich bin kein Menschenliebhaber, Sir. Das ist gut. Nun hör mir zu, ich habe da einen kleinen Plan. Sie öffnet sich automatisch. Halt, wie bist du rausgekommen? Geh da wieder rein. Wenn Dr. Tentakel doch nur ein bisschen mehr auf seine Patienten achten würde. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Ich muss mal für kleine Tentakel. Oh, na gut. Okay, lass uns Gassi gehen. Gut, Menschlein, erledige dein Geschäft. Bitte lass mich in Ruhe leiden. Yo, Tom. Thomas. Wie geht es dem Entwurf der Verfassung? Großartig. Georges Vorschlag über die Staubsauger hat die alten kreativen Säfte wieder in Fluss gebracht. Während wir reden, überdenkt Hancock noch einmal seine einsilbige Unterwäscheanmerkung. Ich hoffe, du hast einen guten Herausgeber. Wie kannst du Hancock so leiden lassen? Ein richtiger Mann wärmt sich an seinem Geist. Hör dir Georges Erfahrungen im Valley Forge an und lern daraus. Und wie geht's der Zeitkapsel? Niemand hat mir etwas gebracht. Ich habe ein Problem damit, die Leute zu motivieren. Bis später dann. Was? Was passiert später? Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. Wie ist das für eine Begegnung aus der Vergangenheit? Lass uns in Ruhe!
Du bist genauso wie die Tentakel. Wie ist das für eine Begegnung aus der Vergangenheit? Lass uns in Ruhe! Juhu, Mr. Tentacle Guy! Was? Oh, mir ist schlecht. Schon wieder? Ich glaube, das ist ein Bild von Purpurtentakel. Die ist ziemlich kaputt. Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze nichts nützt. Schöne Uhr. Ja, das ist eine wertvolle Antiquität. Ich würde sie dir ja zeigen, aber ich muss im Moment drauf aufpassen. Niemand nähert sich ihr, solange ich hier bin. Könnte ich bitte die Uhr anfassen? Tut mir leid. Nein, niemand berührt die Uhr, solange ich Dienst habe. Bist du nicht neugierig, was hinter der Uhr ist? Nicht wirklich. Bewachen ist immer dasselbe, egal was zu bewachen ist. Ist hier schon mal jemand entkommen? Einige versuchen es, aber ich bringe sie wieder zurück. Das ist meine Hauptaufgabe und ich nehme sie sehr ernst. Ich kriege sie immer, egal wie lange das dauert. Einmal habe ich einen 6 Tage lang gejagt. Es ging quer durch die Täler bis hoch auf die Berge, da im Westen. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich essen musste, um zu überleben. Verweste Eichhörnchendärme? Gütiger Himmel! Du bist ein richtiger Fährtenleser, oder? Kaum! Ich kriege sie alle, egal wie lange es dauert. Hallo, ich bin Laverne. Laverne, wie? Komischer Name für ein Tentakel. Bist du zur Show hier? Ja, das stimmt. Nun, dann viel Glück.
Da gibt es ein paar tolle Preise zu gewinnen. Der Hauptpreis ist ein Essen für zwei im Tentakelclub. Tja, man sieht sich. Tja, vielleicht kann ich dir noch mehr meiner Geschichten erzählen. Er sieht aus wie eine richtige Leiche. Hallo! Habe ich dir schon erzählt, wie ich mal einem entflohenen Menschen bis nach Madagaskar gefolgt bin? Er entkam auf einem Thunfischboot und ich bin nur knapp zu spät gekommen, um es zu stoppen. Das einzige Boot, was noch über war, war ein Ruderboot. Ja? Schon gut, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Unklug. Hör mal! Das ist eine abstoßende Angewohnheit. Hey, Süße! Was bringt so ein heißes Tentakelbabe wie dich an einen Ort wie diesen? Ich bin, hier, um dich zu sehen. Wirklich? Was machst du heute Abend? Wie wär's mit dem Tentakelclub? Oh, was sage ich da? Ich kann doch nicht den Müll rausbringen und ein klasse Babe wie dich alleine lassen. Kennst du mich nicht? Nein, ich... Moment, bist du nicht die Bedienung aus dem Tentakelclub? Ich liebe diesen Club. Ich würde sofort dahin fahren, wenn ich Zeit hätte. Ich suche nach einem Tier. Tut mir leid, Süße, du bist am falschen Ort. Diese drei Menschen sind Problemfälle. Untrainierbar. Ungehorsam. Ziemlich daneben. Er ist nur neidisch, weil wir zwei Daumen haben. Irgendwann werdet ihr die Tentakel als eure Herren akzeptieren. Ha! Ihr Verlierer könnt ja nicht mal Dreirad fahren. Siehst du, warum sie niemand als Tiere haben will? Ich suche nach einem Tier. Ich sagte doch schon, du würdest sie nicht haben wollen. Und ich will kein Haustier sein. Ich hab mich verlaufen. Tschüss. Hey, ich habe auch keine Lust, hier zu sein. Wie geht's, der Tentakeltyp? Oh, so wie immer. Ich hasse meinen Job. Mir ist langweilig, etc. Ich hab mich verlaufen. Tschüss. Hey, ich habe auch keine Lust, hier zu sein. Das könnte ich noch brauchen. Besser nicht. Hallo, ich bin ein Tentakel. Ich möchte meinen Menschen für die Show anmelden.